In der heutigen Debatte ist festzustellen, dass wie immer die Debatte um die weitere Akademisierung der Frühpädagogik in derselben Sackgasse landet, wie auch im Ausschuss schon sie gelandet ist. Es geht hier, Herr Simon, überhaupt nicht darum, einen anderen Fachbereich abzugraben. Es geht darum, zusätzlich weitere Möglichkeiten für Erzieherinnen und Erzieher, die jetzt schon tätig sind, die schon einen Fachschulabschluss haben, die auch zum Teil schon ein Abitur haben, eine weitere Möglichkeit der beruflichen Qualifizierung zu eröffnen. Und es geht nicht darum, Schulden zu machen, sondern nebenbei bemerkt, ist es lange schon ausgerechnet und erwiesen, dass nichts so investitionsträchtig ist wie die Investition in frühkindliche Bildung und Erziehung. Das ist auch volkswirtschaftlich nachgewiesen, sinnvoll. Es fasst nur keiner das Thema an, weil so ein unglaublich großer Brocken dran hängt, weil es wirklich unglaublich viele Ressourcen erfordert. Das überblickt im Moment keiner und ich gebe zu, dass es ein schwieriges Problem ist. Nichtsdestotrotz sollten wir das anfassen. Und im Übrigen, der Änderungsantrag der Piratenfraktion und auch unserer, wir haben den Antrag ja übernommen und verfolgen damit die gleiche Intention, will ja gar nicht das ganze System umwälzen und umstürzen, will auch gar nicht die Fachschulen abschaffen oder sonst dergleichen, will auch nicht, dass alle Erzieherinnen nur noch studieren sollen an der Universität. Dieser Antrag hat vorgeschlagen, oder unsere beiden Anträge haben vorgeschlagen, die nächsten logischen Schritte in die richtige Richtung zu gehen. Ich weiß nicht, was daran so furchtbar ist, eine Bedarfsprüfung zum Studienplatzausbau zu machen, was so schrecklich daran ist, in Erfahrungsaustausch mit anderen Ländern zu dieser Problematik zu gehen, oder was die große Hürde davor ist, die staatliche Anerkennung eines Abschlusses in Kindheitspädagogik durchzuführen im Land Berlin. Das hätte ja wohl wenigstens drin sein können. Aber schon in diesen kleinen Fragen hat es dieser Koalition an politischem Willen gefehlt. Und das finde ich ziemlich schade, weil das Problem, werde ich Ihnen sagen, geht nicht von alleine weg. Ja? Perspektivisch muss auf jeden Fall Aus- und Fortbildung mit den gewachsenen Anforderungen und Kenntnissen Schritt halten. Keiner sagt, dass es leicht wird. Das ist hier eine Großbaustelle. Wir werden nicht drum herum kommen, diese Investitionen früher oder später zu tätigen, die ersten Schritte. Wollten sie nicht machen, müssen wir akzeptieren. Der Hintergrund des Antrages ist übrigens, wir brauchen für den Bereich Frühpädagogik dringend viele Fachkräfte. Wir brauchen Leute, also müssen wir den Beruf attraktiver machen. Und das tun wir nicht damit, indem wir unterhalb der nötigen Frau Kollegin, ich muss mal kurz unterbrechen. Meine Damen und Herren, bitte folgen Sie doch aufmerksam der Rednerin. Es ist schon wieder ein Gegrummel im Saal und das bitte ich abzustellen. Und ich meine, das erreichen wir nicht damit, indem wir unterhalb der jetzigen Qualifikation weitere abgeschichtete Berufsgruppen schaffen, die dann noch geringer bezahlt als die jetzigen Erzieherinnen in den Kitas sind und somit zu einer Dequalifizierung beitragen, anstatt uns in die Richtung zu entwickeln, die eigentlich notwendig ist, nämlich noch mehr Leute in noch verschiedenere, und das ist keine Einengung des Gesichtsfeldes, der Bereich Kindheitspädagogik ist ein wissenschaftliches Ressort, das in dem immer weiter geforscht wird und das weiter ausgebaut wird, wo ständig neue Erkenntnisse hervortreten, die die Arbeit in den Kindertagesstätten qualifizieren. Und die Erzieherinnen, die dort arbeiten, müssen verdammt nochmal auch die Möglichkeit haben, an diesem Wissen und an diesen neuen Erkenntnissen zu partizipieren. Das können Sie nur, wenn Sie auch die Möglichkeit erhalten, berufsbegleitend Studiengänge zu belegen. Ja, und wenn wir uns erinnern an den Vortrag der Professorin Dreyer im Ausschuss, da waren Sie auch da, alle haben die Anhörung gehört. Sie hat gesagt, dass Sie locker 4 bis 6 der Präzedenzstudiengänge, die Sie jetzt betreiben, zusätzlich schaffen könnten. So groß ist die Bedarfslage und dass Sie doppelt so viele Studienplätze für die integrierende berufsbegleitende Ausbildung einrichten könnten. Woran es allein fehlt, sind die Ressourcen. Der Kollege Nevermann hat im Wissenschaftsausschuss, der Staatssekretär Nevermann hat dort ganz klar gesagt, wo das Problem ist. Es liegt überhaupt nicht an der mangelnden Einsicht in die Notwendigkeit, dass diese Maßnahmen ergriffen werden müssen. Es liegt allein daran, dass die Ressourcen nicht da sind. Und das will politisch nicht angefasst werden. Das ist ein Riesenproblem. Deshalb waren diese Anträge ja auch wirklich ein kleiner Anfang, in die richtige Richtung zu gehen. Aber das haben Sie nicht gemacht und das ist sehr schade.